gegessen. Ja, ganz, ganz dumme Sache. Geht's weiter? Ja, das tut weh hier. Jetzt warte mal, dann gehen wir mal schnell das Radl weg. Und schauen wir mal schnell. Wo tut's denn? Oh ja, am Knie. Ja. Nein, da müssen wir anrufen. Das hilft nichts. Okay. Grüßt euch, ich bin der Meier Sepp. Auf der Zufahrtsstraße Richtung Skilift in Bayerberg, Bayerberggemeinde Oldersburg. Genau, auf der Zufahrtsstraße Richtung Skilift, da hat es einen Radlfahrer gerade eben geschmissen. Der hat sich am Bein verletzt. Ja, genau, da brauchen wir bitte einen Krankenwagen. Wunderbar, ja, genau, passt. Danke, grüßt euch. Die Leitstelle für den Florian Beuerberg 79.1. Ja, über die Leitstelle Oberland. Das gibt nach Beuerberg auf die Zufahrtsstraße zum Skilift Beuerberg ein Fahrradsturz. Zum ich hab angerufen, der hat sich mit dem Radl geschmissen. Okay. Genau, der hat sich am Bein verletzt. Alles klar. Hallo Müller, komm ich von der Beuerberg. Hallo, schön, dass ich da bin. Wir sind hingefallen, gell? Ja, der war plötzlich irgendwie. Ja, machen wir sofort eine Sekunde. Ihnen geht's gut, oder? Jawohl. Alles klar. Es kommt gleich noch ein Rettungswagen. Könnten Sie vielleicht hochgehen und ein bisschen einweisen? Moin. Was? Perfekt, vielen Moin. Dank. So, jetzt bin ich ganz bei Ihnen. Wie heißen Sie denn? Daher. Wie alt sind Sie? 38. Alles klar. Ich würde einmal kurz, wenn es in Ordnung ist, einen Bodycheck machen, ja, um zu gucken, ob wirklich alles dran ist. Sie haben den Helm getragen, gell? Ja. Okay, am Kopf tut nichts mehr, oder? Na, das tut nicht mehr. Wie ist es denn am Hals? Halswirbelsäule? Passt. Okay, am Brustkorb alles gut? Na, das mache ich jetzt auch nichts mehr. Haben Sie den Lenker in den Bauch bekommen? Tut der Bauch weh? Na, das Rad ist so weggerutscht. Ah, okay, alles klar. Und an der Hüfte? Irgendwas? Hier so? Ja, da. Passt auch, oder? Na, das. Okay, also wirkt so, als ob wirklich nur das Knie ist. Dann würde ich das einmal verbinden, ja? Okay. Und es kommt jetzt noch der Erdrettungswagen. Mhm. Weil einmal Röntgen sollte man das auf jeden Fall schon, gell? Tut auf jeden Fall ganz schön doll. Das glaube ich nicht. Wie schnell waren Sie denn ungefähr? Ach, das ist eine gute Frage. Eigentlich so schnell war es vielleicht. Das sieht man aber so gerne. Aber schnell eigentlich. Kannst du einmal die Kompresse schauen? Ja.
bloß eine ganz kleine Funktion. Geht's so? Ja, das geht. Warum sind Sie denn überhaupt gestürzt? Oh, ich glaube, da war plötzlich so ein ganz großer Stein und da bin ich einfach ausgeweggerutscht, das Fahrrad vorne. Ah, okay, alles klar. Und wissen Sie, ob Sie bewusstlos waren oder können Sie sich an den ganzen Sturz und danach erinnern? Nein, ich kann mich nicht an alles noch erinnern. Das Fahrrad ist weggerutscht und dann hat ich versucht, mich abzufangen, das ging aber schief. Alles klar. Einmal den Daniel, 38 Jahre, ist aufgrund eines Steins mit dem Fahrrad zu Sturz gekommen, hat den Helm getragen, Bodycheck soweit unauffällig, bis auf das rechte Knie, das tut ihm weh und ist auch aufgeschüttet. Ich habe soweit versorgt. Okay, wiederhole ich kurz, der Daniel, 38 Jahre, Zustand nach Fahrradsturz, isolierte Knieverletzung rechts, sonst keine pulmonar stabile, keine weiteren Verletzungen, außer Knie rechts eine Wunde. So korrekt. Ja, super. Dann können wir jetzt relativ wenig noch. Von den Schmerzen her geht's bei Ihnen? Ja, es tut schon gut weh im Knie. Tut schon gut weh, okay. Obwohl ich die trage, oder? Ja, genau, weil du hast alles gemacht, was man machen kann. Perfekt. Dann. Will ich mir helfen? Ja, das wäre super. Dann können wir. Genau. Dann fahren wir die Liege nebenher. Okay. Und dann helfen wir Ihnen beim Umsteigen. Ja, das kriegen wir schon hier. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Gehen wir runter? Ganz runter, oder? Na gut. So. Genau, wir helfen Ihnen jetzt beim Umsteigen. Sie belasten nur das linke Knie, gell? Okay. Erstmal da die Hand anpassen. 1, 2, 3. Genau, und umdrehen. Genau, Füße einmal da hochhalten. Jetzt wackelt es ein bisschen. Okay. Das ruckelt einmal. Cool. Der Kollege kommt jetzt wieder. Passt, alles was ihr. Passt, vielen Dank, alles gut. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
kannst du noch anmelden. Ja, ich melde noch an. Engagieren, melde dich gerne bei uns, der Freiwilligen Feuerwehr Beuerberg, denn dein Einsatz kann den Unterschied machen.